Salzburger Businesslauf 2015. 3000 Läufer haben Donnerstagabend im Olympiazentrum in Rief die 6 Kilometer lange Strecke in Angriff genommen. Die Veranstaltung fand zum 9. Mal statt. Widrige äußere Bedingungen konnten den gut vorbereiteten und bestens motivierten Athletinnen und Athleten nichts anhaben. Die Begeisterung war groß. Die Leistungen waren ebenfalls erstaunlich gut. Hier kommt Gerold Grubmüller von der Firma Delphi GmbH in einer Zeit von 20 Minuten 5,8 Sekunden ins Ziel und wird nach einer kurzen Atempause von Personal Fitness Guru Michael Meierhofer interviewt. Die schnellste Dame des Abends war Stefanie Schnee von der Firma Benteler International. Ihre Zeit 23 Minuten 37,6 Sekunden. Ja, also es war ein super Lauf. Das Wetter mit Seitenwind, Gegenwind war alles dabei. Aber es war eine tolle Stimmung, war auch im letzten Jahr schon dabei. Und ich möchte auch bei der Gelegenheit meine Kollegen von der Firma Benteler ganz herzlich grüßen. Sieger waren sie ohnehin alle. Das fand auch der legendäre Austria-Salzburg-Tormann Otto Konrad als Teilnehmer des Business. Gratulation an alle, die damit tun. Die Zenderbilder einige überholt haben, also die haben wirklich alles gegeben. Und zu meiner Leistung, Laufen zählt nicht zu meiner stärksten Disziplin. Muss ja auch nicht sein. Der Abend fand in der großen Dreifach-Sporthalle in Rief seine kulinarische Fortsetzung, in deren Rahmen die Preise an die Sieger überreicht wurden. Der Businesslauf 2015 war ein voller Erfolg. Und das soll er 2016 zum 10-Jahre-Jubiläum hier auf dieser Sportanlage in Rief ebenfalls werden.